Du hast heute richtig Lust auf dein Saxophon, aber einfach keine Zeit? Für 10 Minuten, da packst du es auch erst gar nicht aus, denn dann ist die Zeit schon wieder vorbei. Warum es sich trotzdem lohnt und was du in dieser kurzen Zeit machen kannst, das erfährst du in diesem Video. Was könntest du in diesen 10 Minuten machen? Also, wenn du dir schon die Mühe machst, dein Instrument aus dem Koffer zu holen, dein Blatt anzufeuchten, dein Mundstück zusammenzuschrauben, dein Instrument zusammenzustecken, dann willst du dein Lieblingslied spielen. Einfach drauf los. Das klingt furchtbar heute, dieses Rauschen. Macht gar keinen Spaß. Also kurz mal Spaß haben wollen, das führt zwangsläufig zu einer Enttäuschung. Das funktioniert nicht. Denn ohne bewusste Vorbereitung kommt deine Luft nicht ins Fließen und dann klingt dein Saxophon nicht. Wenn überhaupt die Töne anspringen. Es ist eben keine Gitarre, die du sogar liegend auf dem Sofa spielen kannst. Liebe Gitarrenlehrerinnen und Gitarrenlehrer, bitte entschuldigt das. Aber beim Saxophon, das funktioniert nicht. Also lässt du es sein. Schon das Aufbauen nervt. Und hier mein erster Tipp: Baue dein Saxophon beim nächsten Mal direkt nach dem Spielen und Putzen wieder zusammen und stelle es in einen Saxophonständer. Dann ist es bereit, du musst nur noch dein Blatt anfeuchten und kannst loslegen. So einfach, Problem gelöst. Was kannst du jetzt also in diesen 10 Minuten sinnvoll üben? Eines zeigt der Vergleich mit der Gitarre: Der Ton beim Saxophon entsteht nicht im Instrument, sondern in deinem Körper. Kümmere dich also um deinen Körper. Kümmere dich zum Beispiel um deinen Luftstrom. Was machst du also konkret in diesen 10 Minuten? Lass die Luft fließen, spiele lange Töne, spüre, wie deine Luft in das Saxophon strömt. Richte jetzt deinen Oberkörper auf und der Ton, der kommt noch größer. Das macht total Spaß, das ist ein wohliges Gefühl. Jetzt kannst du auch einen tiefen Ton spielen und der springt sofort an. Du spürst ihn im Oberkörper, unterm Brustbein vibrieren, kitzeln. Das ist der Resonanzraum. Und jetzt kannst du die Oktaven spielen. Und auch da spürst du die Resonanzräume im Kopf, im Rachen, in den Nebenhöhlen, in den Stirnhöhlen. Der Ton, der blüht dann auf, der hohe. Der kommt ganz leicht. Macht total Spaß. Und zum Abschluss spielst du eine Tonleiter. Ganz gleichmäßig, gar nichts Extremes, ruhiges Tempo. Du lässt es fließen, du spürst, wie die Luft fließt, wie die Finger sich in der Luft bewegen. Das geht ganz leicht. Großartiges Gefühl. Die 10 Minuten, die sind schon vorbei. Hat sich das nicht gelohnt? Du bist jetzt fit und erfüllt, weil du bewusst mit deinem Atem gearbeitet hast. Jetzt kann der Alltag weitergehen. Genau so stelle ich mir das für dich vor. Und es funktioniert auch. 10 Minuten mit den von mir sogenannten Geschmeidigkeitsübungen und du hast äußerst sinnvoll geübt und kommst auf deinem Instrument weiter. Und viel besser, jetzt bist du wieder frisch für den restlichen Tag oder für den Abend. Doch das ist noch nicht alles. Vielleicht musst du am Wochenende deine Orchesterstimme drauf haben oder du hast diese Woche noch einmal Unterricht. Jetzt ein unerhörter Gedanke von mir. Hast du schon einmal ohne Instrument geübt? Dabei ist es so praktisch. Sollte dein Saxophon nicht zufällig im Saxophonständer stehen, dann kannst du einfach deine Noten nehmen und diese eine Stelle checken. Wenn du schon einmal im Orchester gespielt hast, dann kennst du sie. Eine der häufigsten Fehlerquellen sind die Wiederholungen. Dass du danach weißt, wo und wie es weitergeht. Nimm einfach einen Stift, markiere die entsprechenden Stellen, Wiederholungszeichen, Dalsenio, da capo. Und es ist geklärt. Oder der Übergang von einer Stelle zur anderen, von einem Teil zum nächsten. Ist da vielleicht ein Taktwechsel? Wie schlägt die Dirigentin? Oder ist da ein Tempowechsel? Wie schnell geht denn das eigentlich weiter? Wie ist der Rhythmus da? Du kannst den Puls gehen, du kannst dazu klatschen, du kannst den Rhythmus aber auch sprechen. Ta, ta, titi, ta. So kriegst du eine Vorstellung von dieser Stelle. Und wenn es nicht ganz klappt, dann weißt du jetzt vielleicht, was du in der Probe, in der nächsten Probe, deine Dirigentin oder deinen Dirigenten fragen kannst. Oder nach einem längeren Ton oder einer längeren Pause. Wie geht es danach weiter? Wie kriegst du deinen Einsatz? Da kannst du zum Beispiel die Partitur nehmen und dir Eintragungen machen in deine Noten, worauf du da hören kannst. Oder wenn du die Partitur nicht hast, schau, ob du auf YouTube die Aufnahme findest. Dann kannst du hören, welches Instrument da spielt. Und das schreibst du dir auch in deine Noten rein.
So kriegst du eine klare Vorstellung, worauf du hören kannst und kriegst dann deinen Einsatz. Das gilt übrigens auch für alle Einzelstimmen, wenn du mit anderen zusammenspielst. Auch wenn du mit einer Play-Along-Aufnahme zusammenspielst. Hör sie dir an. Dann weißt du, worauf du hören kannst. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wie du das Üben mit Play-Along-Aufnahme, wie du die nächste Orchesterprobe ohne Instrument vorbereiten kannst, um es dann mit Instrument leichter zu haben. Probiere es aus und erlebe, wie viel Frust du dir ersparst, wenn du das nächste Mal mit Instrument diese Stellen spielst. Wenn du mit deinem Saxophon dein Lieblingsstück spielen willst, dann kennst du da die kritischen Stellen. Suche dir eine davon aus und die kürzt du auch noch. Denn der Knackpunkt, der liegt meistens nur zwischen zwei Tönen. Akzeptiere bei diesem Üben kein Klappern, keine Unsauberkeit. Denn in den 10 Minuten, da brauchst du ein Erfolgserlebnis. Und das kriegst du umso eher, wenn du tiefer ins Detail gehst. Wenn du genauer hinschaust bei einer Stelle und die dann auch löst. Das erscheint wenig, wenn du dir die Länge deines Stückes anschaust. Könnte vielleicht sogar frustrierend sein. Doch unterschätze nicht deine Fähigkeit, das Geübte beim nächsten Mal auf andere Stellen zu übertragen. Es klappt. Du hast die Wahl. Nutze die 10 Minuten für dich und dein Instrument. Oder spiele gar nicht. Und das wäre eigentlich schade. Spiele das Stück einfach durch und habe Frust. Oder übe und routiniere deine Saxophonskills oder diese eine bestimmte Stelle in deinem Stück und komme so weiter. Mache die Geschmeidigkeitsübungen, übe ohne Instrument oder eine ganz bestimmte Stelle in deinem Stück und habe ein Erfolgserlebnis. In nur 10 Minuten. Viel Erfolg!